perfekt. Ich würde sagen, meine Bewerbung an Ron Bielecki. Wir schauen mal rein, was für ein Psycho sich bei diesem Mann beworben hat. Let's go. Ich suche hiermit einen Praktikanten. Wo ist meine Bewerbung an Ron? Was sollen wir überhaupt tun? Einfach das immer wie immer, oder? Das ist einfach ein Ich hätte auch irgendwie Bock auf einen lustigen Praktikanten, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich auch schon sehr oft Videos zu bekommen tatsächlich. Ist halt die Frage, ob das so sinnig ist, ob man das wirklich als Schülerpraktikum nutzen kann. Oh, sehr cleaner Tornado, sehr, sehr cleaner Tornado. Der hat das ja vorgemacht in diesem Cardio-Tornado. Und ich dachte mir, ich tue das auch. Ich kann das Beste revolutionieren, so weißt du, ein Tornado, nicht jeder kann ein Tornado. Die Rotationsbewegung der Arme, das stimmt ja nicht bei jedem direkt, weißt du? Digga, der redet auch 1:1 wie Ron, der hat genauso viel gesoffen in seinem Leben wie er. Da ist das Gehirn auf jeden Fall komplett gefickt worden schon mal. Das ist ja schwer zu lernen. So, ich habe da die passende Hilfe dazu. Ich habe das dank meinem abgeschlossenen Studium im Maschinenbau schon gemacht, weißt du, kannst dir das vorstellen. Wenn ich an die Bohrmaschine mit Panzertape so mein Bier klebe, dann wäre es doch möglich, dass das Bier sich dreht und der Tornado dadurch entsteht und ich ihn dann direkt trinken kann. Bro, bitte nicht. Ach, Digga, nein. Das ist einfach Rons unehrliches Kind. Das ist ja gar keine. Machen wir einfach so weiter. Sehr cleane Bewegung. Das ist ein sehr, sehr cleaner Tornado, wirklich. Oh, Bro, wie viele kommen denn da jetzt? Bro, okay, also, ja, Mann, wir haben verstanden. Digga, du bist es auf jeden Fall. Bro, du bist komplett krank. Warum? Guck mal, welchen Tag wir haben. Ach so. Ach so, ja gut, Digga. Das tut nichts zur Sache. Aber komischerweise hat die Kassiererin uns die ganze Zeit komisch angeguckt. Was ich mir aber komplett nicht vorstellen kann, woran das liegen könnte. Ich auch nicht. Digga, die Lingo ist 1:1, Ron. Sehen meine Haare schlecht aus oder ist irgendwas? Die stehen damit perfekt. Ja, aber ist halt so. Daran liegt sich ganz sicherlich. Der sucht einen Praktikanten. Wer ist da geeigneter wie ich eigentlich? Es ist so eine Mischung aus Slavik, nee, nicht Slavik, von den, wie heißt der andere von Slavik Chat? Wie heißt der nochmal? Wie heißt denn der Bro nochmal? Von Slavik hatte doch diesen Sidekick mal gehabt oder diesen, die waren nochmal zusammenmäßig. Slavik und, Vadik, genau. Er ist so eine Mixture aus Vadik und Ron Bielecki. Gar keine. In ganz Deutschland. In Stuttgart, in Deutschland, in Europa. Auf der Welt. Im Sonnensystem, in der Milchstraße. Keiner. Wirklich niemand. Okay. Deswegen, ja. Oh, der Duel-Nado. Oh, da wird der Jagger getrunken. Im Bademantel, mit deiner Hand, an einer Tanke und im besten Verlag. Keiner kann mich aufhalten. Perfekt. Du hältst ihn hier, das ist ganz wichtig. Und dann. Bro, Alter, Bro, der ist so stark, gerade einfach ein Stück vom Zahn abgebrochen, als ich einen Tornado machen wollte. Ja, Mann, ich glaube, der Typ wird auf jeden Fall den Job bekommen. Ich lass einfach mal. Ja, Mann, ich glaube, ich werde das mal an Ron weiterleiten, das Video. Ich denke mal, dass. Ja. Alles klar. Okay, gut. Okay.